Und noch ein Chroma Case. Jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber, jetzt aber. Wenn ich hier kein Messer in dieser Folge kriege. Oh, 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 oh. Oh, mein erstes Case Opening. Und ich krieg ein... Alright, 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 Leute. Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Diesmal Case Clicker. Ihr kriegt nie ein Messer in Counter-Strike gedroppt. Oder eure Waffen sind einfach nur scheiße. Dann holt euch Case Clicker. Denn hier könnt ihr Cases open. Ohne echtes Geld zu bezahlen. So, wir haben 5 Dollar. Und wir können hier tappen und Geld verdienen. Ist das nicht easy? Ich wünschte, so würde YouTube laufen. Ich wünschte, ich würde Geld so auf YouTube verdienen. Nice. Okay, ich habe irgendeine Mission erfüllt. Ich habe irgendeine Mission erfüllt. First Experience. Achievement unlocked. Nice. 2 Euro, Dollar verdiene ich jetzt. So, Search Progress. Zack. Random Castle Case Roll. Roll. Da. Was wird das? Was wird das? Wird das ein Dragon Lore? Ich will ein Dragon Lore. Unlocking Container. Bam. Breakout Case habe ich. Okay. So, wir haben Achievements. Unlock free Achievements. Okay, Recruit bin ich. Wir haben hier Cases. Wir können für 2,50 einen Case kaufen oder für 6 Cent verkaufen. Ich würde sagen, wir kaufen einen Case. Zack, easy. Dragon Lore, come on. Dragon Lore, come on. Oh, super. Wer kein Geld in CSGO ausgeben will, kann hier seine Waffen bekommen und ich kriege eine fucking Negev. Negev. Wer will eine Negev? Keine Sau will eine Negev. Oh, guck mal, es gibt sogar Kreditkarten, Upgrades und Magnifying Glass. Increased Case Search Performance bei 0,1%. Alright. So, jetzt kommt automatisch Geld rein, aber ich kann auch ein bisschen tippen für ein bisschen mehr Money. Okay, das ist leider auf dem Handy, deswegen ist das vielleicht ein bisschen anders, als man es kennt. Auf jeden Fall, der Wichsmuskel wird hier nicht so stark beansprucht wie auf dem PC oder Cookie-Clicker oder anderen Spielen. So, wir wollen ein zweites Case. Okay, wir können hier ein bisschen Werbung schauen, um einen Daily Reward zu kriegen. Mal schauen, was es ist. The Walking Dead, Road of Survival. Ein neues Handyspiel. Könnt ihr zocken. Gibt Product Placement. Nicht für mich leider. Aber... Nein, danke. So, ich will mein Reward. The Package Collection Draw. Oh, ich dachte, ich würde sofort ein Messer kriegen. Das ist mein goldenes Item. Das ist Verarschung. Ich will mein Geld zurück. Und wir kriegen eine... Wieso konnte es nicht die AK sein? Okay, wir haben 3 Breakout Cases. Los geht's. Öffnen, come on. Dragon Lore. Als ob jetzt hier eine Dragon Lore drin ist. Oh, da war eine rote Waffe. Die rote Waffe will ich. Ach, ich krieg schon wieder nur Schrott. Come on. Das muss eine fette Waffe sein. Guck mal, 2 rote Items in einem Case. Das ist nicht die Stat-Track. Ich krieg die fucking Negev schon wieder. Ich wollte die Stat-Track. Okay, dritter Case. Es liegt Glück in der Luft. Ich habe hier hinten eine Kollektion geöffnet. Mal gucken, was das ist. The Lake Collection, Bro. Sieht ziemlich shitty aus. Hier sind kaum Items drin. Keine farbigen Items. Guck mal, ich kriege eine Blue Spruce. Was ist das? Habe ich noch nie gesehen. Oh, guck mal an. Wir kriegen langsam gute Cases. Chromark 2 Case. Nice. Desto mehr man klickt, desto größer wird der Combo. Mehr Money, mehr Cases, mehr Schlüssel, mehr Cases, mehr Money, mehr Upgrades und immer mehr Waffen, die man freischalten kann. Das Game ist awesome. Nicht 1, nicht 2, nicht 3, ganze 11 Case Openings. Leute, das wird was. Come on. Ich will die guten Dinger, ich will den guten Stuff. Gib mir eine lila Waffe. Fucking war blau. Okay, einmal ist kein Mal, ne? Ich meine, wir kriegen bestimmt irgendwas. Farbig, come on, lila. Jawohl, geht doch. Und nochmal lila. Ich sag doch, das geht gut. Oh, das ist alles so, so viel Money gebe ich aus für Case Openings. Oh, da ist eine Rarity. Da war eine Rarity. Aber wir kriegen nur eine Glock Grinder. Okay. Alright. Eine Stat Track. Oh, so close. Na gut, kann immer mal passieren, aber irgendwann kommt auch der gute Stuff. Wenn ich 5 Millionen Euro in das Ding investiere, dann werde ich bestimmt guten Stuff haben. Oh, der erste Chroma Case. Da ist der gute Stuff drin. Der andere. Oh. Da war das Butterfly. Aber dafür kriege ich ein System. Oh, da war was. Habt ihr das gesehen? Ich hab's nicht gesehen. Aber wir kriegen eine Koi. Eine Koi wollte ich schon immer. Ich liebe Fische. Und noch ein Chroma Case. Jetzt aber. Wenn ich hier kein Messer in dieser Folge kriege. Oh. Mein erstes Case Opening. Und ich krieg ein fucking Cut Knife für 90 Dollar. Scheiße, warum ist das nicht real hier? Der letzte Case, der Chroma 2 Case, das Highlight. Wenn das hier nicht burnt, dann weiß ich auch nicht. Und es burnt. Tief in meiner Seele burnt es. Aber Leute, guckt euch das an. God Knife. Guckt euch mal das an. God Knife. Oh, ist das sexy. Oh.
$90 kann ich das Ding verkaufen. Okay, hier ist ein blauer Skin für 6,98. Warum? Das ist eine Sword of First Class. Ich kenne mich noch nicht so gut aus mit den Waffen. Aber das war mein First Case Opening mit Case Clicker. Wenn ihr süchtig nach Case Opening bei CSGO seid, perfektes Spiel für euch. Hier kriegt ihr den guten Stuff und auch schnell. Es geht alles flott. Hier kriegt ihr die Messer, die ihr schon immer haben wolltet und nie bekommen habt. Und falls ihr auch nie das Geld dazu hattet, klickt mal hier oben rechts auf das i, falls ihr andere Games sehen wollt. Indie-Games, Horror-Games, was auch immer. Gebt der Folge mal einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und gebt mir Flosse. Lob.